Hallo zusammen, willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es die Blissim Oktober und zwar wurde sie mir diesen Monat wieder zu freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Blissim, worüber ich mich sehr freue. Ich habe sie allerdings selbst im Abo, aber das ist auf jeden Fall die, die ich zugeschickt bekommen habe. Ich meine, ich habe mich noch nicht so spoilern lassen, was diese Box angeht, also ich weiß noch nicht wirklich, was da drin ist. Ich meine aber gelesen zu haben in einer E-Mail, dass diesmal das Cover variiert, also die Box. Ich meine, dass sie alte Boxencover wieder herbringen. Ich habe die Blissim seit März oder so, kann ich nicht genau sagen, das Cover hatte ich hier noch nicht. Aber die wollen halt, glaube ich, die Restbestände aufbrauchen, bevor sie was Neues produzieren. Und das finde ich vollkommen in Ordnung. Ist ja auch ein Nachhaltigkeitsgedanke, um das nicht wegschmeißen zu müssen. Und das finde ich gut. Ich habe, finde ich, jetzt hier auch eine sehr, sehr hübsche erwischt. Also sieht sehr cool aus. Und ich meine auch, dass hier was gespendet wird. Ich habe was gelesen, dass 1 Euro gespendet wird pro gekaufter Box. Irgendwas war da. Ich mache sie jetzt einmal mit euch auf. Ich habe halt, wie gesagt, noch nicht reingeguckt. Hier steht es, glaube ich, auch. Das ist alles. Warte, hier. Deine Oktoberbox bekommt ein zweites Leben für einen sehr guten Zweck. In diesem Monat verwenden wir unsere alten, leeren Bestsellerboxen, die brav in unserem Lager gewartet haben. Wieder. Das Ziel, keine neuen Boxen produzieren und so einen schönen Betrag an die Organisation Pink Ribbon spenden zu können. Ja, also habt ihr verstanden? Also das, was sie jetzt damit einsparen, keine neuen Boxen zu produzieren, spenden sie. Und das finde ich eine super Idee, weil erstmal ist es nachhaltig und es geht noch an einen guten Zweck. Von daher finde ich das richtig, richtig toll. Ist ein schöner Gedanke. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt. Ich greife einfach mal rein. Das Erste, was hier oben liegt, sind diese Teile. Das ist von Blissimbox. Ich packe es mal einmal auf. Das sind die Teile, die wir früher in den, ja, es war schon in den 90ern, ne? Schweißbänder waren. Für den Sport, wo man sich so ein bisschen hier den Schweiß abwischen konnte oder so. Das ist jetzt aber dazu gedacht, dass ihr euch das ummacht, wenn ihr euch das Gesicht wascht. Ich habe das auch manchmal, dass mir dann hier was runterläuft und dann ist der Ärmel nass. Das soll das verhindern, ist an sich eine gute Sache. Ich weiß nur nicht, ob ich das wirklich benutze. Dann muss ich das wirklich ans Waschbecken legen. Und ich weiß nicht, ob ich wirklich erst dazu greife und dann mein Gesicht wasche. Ich werde es sehen. An sich ist es auf jeden Fall eine coole Sache. Ich finde die Farbe sehr schön. Ich mag Blau sehr gerne. Finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. Aber ich hoffe, ich benutze es auch, weil sonst wäre es natürlich sinnlos für mich. Ich greife weiter einfach rein, ohne direkt drauf zu gucken. Hier habe ich etwas von Josephine. Was ist das? Ein Highlighter soll das sein. Okay. Ich zeige euch erstmal, wie das Ganze aussieht. So sieht es aus. Wird wahrscheinlich ein flüssiger Highlighter sein, so wie das aussieht. Ich mache das mal auf. Sagt mir tatsächlich gar nichts. Okay. Ist das denn wirklich ein kompletter Highlighter? Steht da in der Farbe Claire. So sieht die Verpackung aus. Sieht schon sehr schick aus. Ja, komm, ich mache das Ganze mal auf, wenn ich es aufkriegen würde. Das hat hier so einen Applikator. Und ich zeige euch das hier mal direkt. So sieht das Ganze aus. Und der ist auf jeden Fall so ein bisschen roséfarben. Also der sollte, glaube ich, auch hell genug für mich sein. Ich wasche das mal einmal kurz ab und dann gebe ich das einfach mal noch oben drauf. Wir schauen einfach mal. So, Leute, ich tupfe das jetzt einfach mal hier. Wie gesagt, ich habe ja schon Highlighter drauf. Aber ich tupfe das trotzdem mal ein bisschen auf. Ich weiß halt nicht, ob man dadurch jetzt überhaupt was sieht, ne? Weil ich, wie gesagt, schon was drauf habe. Ansonsten machen wir das mal in einem anderen Video. Ich weiß nicht, ich erkenne jetzt nicht so viel mehr. Ich probiere es nochmal. Ich gebe mal ein bisschen mehr auf und ich gebe das auch mal auf die Nase auf. So, und dann blende ich das halt einfach ein bisschen mit dem Schwämmchen ein. Also so auf der Nase jetzt im Spiegel erkenne ich schon, was das ist, mehr gehighlightet ist. Ist aber doch relativ dezent. Also ist jetzt kein heftiger Highlight. Nee, das, ja. Es ist wirklich ein bisschen dezenter. So sieht es für mich jedenfalls jetzt gerade aus. Ich muss halt wirklich nochmal testen, wenn ich keinerlei Highlighter bisher drauf habe. Aber ich finde so vielleicht auch sonst für den Sommer, wenn man eh nicht so viel trägt und ein paar flüssige Produkte, könnte das vielleicht was sein. Das werden wir uns auf jeden Fall nochmal zusammen angucken. Ich bin sehr gespannt. Finde ich auf jeden Fall gut, dass der
schön helles. Das nächste Produkt, was ich rausfrische, ist eine Fische, nicht frische, ist eine Creme, und zwar Creme de Vagues. Ich habe keine Ahnung. Wird französisch sein. Creme, da steht es, Hydra Tender Cream von Algology. Keine Ahnung. Aus jeden Fall eine Marke aus Frankreich. Das soll man, glaube ich, am Abend, ach nee, hier. Apply morning and evening, also morgens und abends einfach auftragen im Gesicht und Hals und Dekolleté. Ja, das war's. Also einfach eine feuchtigkeitsspendende Gesichtscreme ist das Ganze. Zum Testen ist das sicherlich gut, ist auch eine gute Größe zum Testen. Das sind 40 Milliliter, vollkommen in Ordnung. Bin ich gespannt, weil ich die Marke halt einfach nicht kenne, ne? Dann haben wir das nächste Produkt, und zwar Skin Chemists Number 18 Cleansing Bar. Okay, eine Gesichtsreinigung, und zwar eine feste. Das ist wahrscheinlich nichts für mich. Ich stehe auf sowas nicht. Also für sowas schon gar nicht fürs Gesicht, weil das würde mich 100 Jahre brauchen, und so sieht das Ganze aus. Also wie so ein Stück Seife kann man sicherlich auch zum Händewaschen einfach benutzen. Riecht nach etwas, also ist jetzt nicht geruchsfrei. Riecht auch sogar recht stark nach etwas, riecht aber angenehm, würde ich sagen. Das ist aber überhaupt nicht mein Produkt, da bin ich ehrlich, das gebe ich weiter. Kann sein, dass das super ist, aber ich stehe nicht so auf feste Reinigungsprodukte, also absolut nicht. Auch nicht auf festes Shampoo oder so, da bin ich komplett raus. Aber für alle, die es interessiert, ist es auf jeden Fall ein großes Produkt, damit werdet ihr lange Freude haben. Next one. Das ist aber schön von der Verpackung. Laboratoire de Biarritz, Frankreich. Und zwar ist das ein Cleansing Oil. Face, Eyes and Lips, Waterproof Make-up, Moisturize and Soothe. Also das heißt, es ist mit Öl, logischerweise, es ist ein Öl. Ihr könnt wasserfestes Make-up damit runternehmen und es soll euch ein bisschen mit Feuchtigkeit versorgen. Ja, das hört sich gut an, aber das ist so richtig schön. Wow, das fühlt sich toll an. Das ist so ein bisschen diese Sprenkel, die da drauf sind, sind so ein bisschen erhaben. Das sieht richtig toll aus und fühlt sich gut an. Was ich nicht so gut finde, ist, dass jetzt in dieser Box zwei Reinigungsprodukte sind. Ich weiß nicht, in so einer kleinen Box, finde ich, reicht dann auch eins. Weil warum gleich zwei von den Produkten? Das muss nicht sein. Wobei das könnte, wenn ihr Double Cleansing macht, wäre das der erste Schritt, um euer Make-up abzunehmen. Und hiermit könntet ihr dann nochmal wirklich auch dieses Öl, dieses überschüssige Öl vom Gesicht kriegen. Also es geht, es macht irgendwo Sinn, aber ich hätte es besser gefunden, wäre nur eins davon drin gewesen. Aber das hier finde ich richtig gut. Also ich bin froh, dass das drin ist. Das ist genau so, wie ich gerne abschminke. Und zu guter Letzt haben wir noch etwas drin. La Vie Neutrale Eyeshadow Palette von Chella. Und zwar eine Travel. Das heißt, von außen schon wieder top Design. Kann man nicht anders sagen. Glaube ich, sieht richtig schön aus. Ich mache das Ganze mal für euch auf. So, ist gut eingepackt und das Ganze sieht so aus. Super süßes Quattro, finde ich. Sehr neutral, es sind zwei Schimmer, zwei Matte, was ich sehr gut finde. Gerade auch der Dunkle ist ein matter Ton, was ich sehr, sehr gut finde. Und ja, richtig toll, es ist wirklich winzig und bestimmt perfekt zum Reisen. Gerade weil es natürlich ist, ich denke, das ist auch für jeden was. Also jeder kann damit, glaube ich, was anfangen. So, ich mache es mal komplett auf. Es sind wirklich, wirklich schöne Farben und ich denke vor allem für Leute vielleicht, die nicht so eine riesen Schminksammlung haben und diese Box abonniert haben, die freuen sich sehr über dieses Produkt, kann ich mir vorstellen. Ich werde es direkt auch mal swatchen für euch, damit ihr wisst, auf was ihr euch einlasst, wenn ihr diese tolle Box bekommt. So, da seht ihr die Töne einmal auf meinen Fingern. Dann swatche ich euch das hier in meine Handfläche. So sehen die Swatches einmal aus. Also von der Qualität vom Swatchen her lassen sie sich sehr gut swatchen. Das sieht schon mal gut aus. Bin ich auch sehr gespannt, damit einen Look zu schminken. Das werden wir sicherlich mal vielleicht in einem Styling-Talk machen, wo ich jetzt nicht so viel Wert drauf lege. Das ist eine krass interessante Palette in dem Sinne ist, sondern vielleicht einfach mal ein bisschen quatschen und das vielleicht nebenbei ausprobieren.
Aber ich glaube wirklich, das kann was. Das kann auf jeden Fall was. Ja, das war die Box. Es waren jetzt zwei dekorative Produkte, was ich gut finde. Ja, zweimal Reinigung, wobei ich das ja auch irgendwo zu Tools und Reinigung zähle. Also drei Reinigungsprodukte, das gehört ja irgendwie dazu, ne? Und dann noch eine Pflege zum Abschluss. Also, ich würde sagen, das ist nicht schlecht. Es sind sechs Produkte. Das ist gut. Freut mich. Nein, wirklich. Also ich finde die Box wirklich gut. Und man muss bedenken, ja, es ist noch für einen guten Zweck irgendwo, ne? Also ich hoffe, ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr das findet. Ich lege euch übrigens, wenn ich die zweite Box auch noch bekomme, werde ich die Produkte an die Seite legen und gibt es sicherlich mal eine Verlosung, ihr Lieben. So, in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, das würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann schon bald wieder. Bis dann!